Es ist mit Corona ja so ein bisschen wie mit dem Innenminister in der Netzpolitik. Haben wir uns nicht ausgesucht, könnten wir gut drauf verzichten, aber er ist jetzt nun mal da. Und wenn ihr das jetzt schon platt fandet, dann seid froh. Die Alternative für diese Zwischenmoderation wäre nämlich gewesen, dass ich versuche, irgendwelche TikTok-Challenges zu imitieren und glaubt mir, das hättet ihr erst recht nicht sehen wollen. Unbedingt sehen wollen wir jetzt aber meine Kollegin Chris Köver, denn diese hat im vergangenen Jahr mit bahnbrechenden Recherchen zur Plattform TikTok auf sich aufmerksam gemacht. Über diese Recherchen, über die Erkenntnisse, über das politische Ringen auch um die Plattform TikTok und über ihre Arbeitsbedingungen im Corona-Jahr erzählt uns Chris im nächsten Beitrag mehr. Hallo Chris, das ist jetzt hier gerade der dritte Anlauf für unser Gespräch. Du bist seit März auch im Homeoffice und zeitgleich mit Kinderbetreuung beschäftigt. Vor welchen Herausforderungen stehst du im Arbeitsalltag noch so und wie geht's dir so? Ja, also zeitgleich ist echt das Stichwort. Ich habe jetzt gerade auch wieder eins der Kinder hier rumrennen, das jederzeit diese Aufnahme auch crashen könnte gleich. Das vergangene Jahr war einfach der absolute Wahnsinn. Also es war wirklich, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich während dem ersten Lockdown eskalierte ja diese ganze Debatte um die Corona-Warn-App, die damals noch nicht Corona-Warn-App hieß. Es gab aber schon die Diskussion um welche Art von Tracing, Kontakt-Tracing eben Deutschland verwenden sollte und die ganze Debatte um den Datenschutz, die damit einherging. Und ich habe da ziemlich intensiv fast täglich drüber berichtet und habe mit den Protagonistinnen, Protagonisten telefoniert. Und an irgendeiner Stelle war es wirklich so, dass ich links ein Kind auf dem Arm hatte und mit der rechten freien Hand den Beitrag getippt habe. Das werde ich nie vergessen, diese Situation. Ich habe wirklich genau so. Ich hielt links das Kind und habe mit der rechten Hand den Beitrag getippt. Und das war tatsächlich auch so. Also ich hatte noch einigermaßen Glück. Ich habe einen Partner, der auch mit sich um die Kinder gekümmert hat. Ich habe meine Mutter, die teilweise die noch ein paar Stunden am Tag betreut hat. Es war trotzdem extrem und es war für mich auch mit ziemlich, nicht nur für mich, für viele andere Leute mit kleinen Kindern, mit denen ich gesprochen habe, aber wirklich eine echt existenzielle Erfahrung, die dann ja mit auch totalen Ausschlägen verbunden war. Es war ja einerseits der totale Höhenflug. Ich glaube, eine Zeit lang, also die ersten paar Wochen, habe ich mich gefühlt als wäre ich in so einem, weiß nicht, als hätte ich Superkräfte und habe eben genau dieses, ich halte links das Kind und tippe mit rechts. Und dann kam aber auch tatsächlich nach ein paar Wochen der Crash und irgendwann habe ich gemerkt, es geht einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr und war dann tatsächlich auch für ein paar Wochen krankgeschrieben und habe wirklich gemerkt, ich halte es in dem Tempo einfach nicht durch, eben in einer Situation, wo völlig unklar war, wie lange das ja auch noch anhalten würde mit geschlossenen Kitas und so weiter, dann tatsächlich auch das Arbeitspensum aufrechtzuerhalten. Und es ging mir aber auch echt ganz schön an die Nieren, weil ich gleichzeitig eben Vollblutjournalistin bin und in so einer Nachrichtenlage, in der sich die Ereignisse überschlagen, will man natürlich auch am Start sein. Also ich glaube, die Zerrissenheit, die ich auch sonst an vielen Stellen spüre eben zwischen ja, dieser Mutterrolle und meinem Job, die wurde da so deutlich wie vielleicht bisher noch nie. Extremsituation. Chris, wir halten dir den Rücken frei. Yeah. Aber kommen wir mal kurz, also kommen wir kurz, kommen wir zu deinen Recherchen. Man kann schon ein bisschen spoilen. Du hast dieses Jahr für Aufsehen gesorgt, bist in vielen Medien zitiert worden und jetzt auch mit einem Preis ausgezeichnet worden. Erzähl doch mal davon. Ja, ich bin quasi zur TikTok-Expertin geworden. Das ist jetzt auch schon seit einer ganzen Weile so. Angefangen hat es mit einer Recherche, die ich noch mit unserem Kollegen Markus Reuter zusammen gemacht habe, Ende vergangenen Jahres. Da ging es langsam los, dass TikTok eben immer sehr schnell gewachsen ist und auch zunehmend in der öffentlichen Aufmerksamkeit war. Und parallel hatten wir die ja sehr glückliche Situation, dass eine Person, die internen Zugriff oder Einblick in die Moderationsregeln von TikTok hatte, sich entschieden hat, als Whistleblower an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem eben die Kritik, die diese Person hatte, intern nicht angenommen wurde, nicht gefruchtet hat. Und ja, wir dadurch exklusiven Einblick in interne Regeln von TikTok hatten, die bis dahin so nicht öffentlich waren. Und daraus haben wir dann eine ganze Serie von Artikeln gemacht,
zu politischer Zensur auf TikTok, was damals eben schon sehr viel im Gespräch war, weil das ja auch rund um die Zeit war, als die Proteste in Hongkong eskaliert sind und viele sich damals auch schon wunderten, warum auf TikTok eben so wenig davon zu sehen ist, obwohl die App damals in Hongkong auch verfügbar war. Und es ging eben diese ganze Debatte los, was ist mit politischen Inhalten auf TikTok, wird das womöglich zensiert? Und auf einmal hatten wir tatsächlich, ja quasi schwarz auf weiß, konnten wir durch unsere Recherchen Beweise dafür liefern, dass in den internen Moderationsrichtlinien, die eben TikTok den Moderatorinnen und Moderatoren vorgelegt hat, also quasi deren Arbeitsbuch, wonach dem sie sich richten sollten, wirklich sehr konkrete Anweisungen dafür drin standen, dass sie politische Inhalte, zum Beispiel Kritik an Politikerinnen und Politikern, einfach auf der Seite verstecken sollten. Nicht löschen, aber verstecken, über sogenanntes Shadowbanning, dann dafür sorgen sollten, dass diese Videos eben möglichst wenig Aufmerksamkeit bekommen, möglichst wenig Publikum bekommen und dadurch eben quasi unsichtbar gemacht werden auf der Plattform. Das war eben ein, und dieser Artikel hat auch schon für einige Aufmerksamkeit gesorgt, richtig eingeschlagen, ist dann aber womöglich noch der nächste Beitrag, den wir danach gebracht haben, weil uns das damals auch in der Recherche, im Gespräch mit den mit der Person auch schon sehr beeindruckt hatte, dass da ging es um die internen Mobbing-Guidelines, also wie geht TikTok als Plattform mit Nutzerinnen und Nutzern um, die eben gemobbt werden auf der Plattform oder von denen sie fürchten, dass sie gemobbt werden könnte. Und dort gab es eben intern ganz klare Anweisungen, dass man auch diese Personen, nämlich solche, die Menschen mit Behinderungen zum Beispiel oder Menschen, die auch einfach stark übergewichtig sind oder Deformationen haben, dass man diese Menschen per se auf der Plattform auch verstecken sollte. Also auch hier wieder, ohne dass sie das mitbekommen haben. Und was daran eben uns auch damals, also was uns sofort aufgefallen ist oder was ja eigentlich so bemerkenswert daran ist, ist eine interne Policy zu haben, wo klar wird, man geht nicht gegen die Täterinnen und Täter vor. Man versucht gar nicht erst, die abzustrafen, sondern quasi der Quickfix für dieses Problem, das TikTok dann ja erkannt hat, dass Menschen eben auf der Plattform Gewalt ausgesetzt sind, wurde dadurch behoben, dass sie einfach beschlossen haben, naja, dann verstecken wir quasi die Menschen, dann werden sie womöglich weniger gemobbt. Und dieser Beitrag ist dann tatsächlich sehr rumgegangen und ist auch international dann von anderen Medien in Großbritannien, USA und rund um die Welt auch aufgegriffen worden. Hallo Chris, zurück. Auch daran mussten wir uns in der Pandemie gewöhnen. Ab und zu mal technische Probleme, da ist die Verbindung abgebrochen. Wir waren bei TikTok stehen geblieben. TikTok hast du das ganze Jahr nicht losgelassen. Wie ging es denn für dich weiter? Gab es irgendwelche Follow-ups noch? Ja, es gab sehr viele Follow-ups. Die Recherche ging weiter, leider dann ohne den Kollegen Markus Reuter, der dann sich ins Sabbatical verabschiedet hat. Dafür aber, und das war auch ziemlich cool, haben sich ziemlich viele Zusammenarbeiten mit anderen Kolleginnen, Journalistinnen, Journalisten international ergeben. Teilweise haben wir dann eine Recherche zusammen mit dem dänischen Rundfunk gemacht. Da ging es um die Altersbeschränkung von TikTok beziehungsweise die fehlende Altersbeschränkung, denn laut eigenen Regeln von TikTok ist die App eigentlich für Leute ab 13 gedacht. Und gleichzeitig haben wir aber nachgewiesen, dass es intern bei TikTok eben, ja, die auch dort die Anweisung gab, eben Nutzerinnen unter 13 zwar zu markieren, die Accounts aber eben nicht zu suspendieren oder zu löschen, sondern auch dort einfach wieder sie in der Sichtbarkeit zu unterdrücken. Mal ganz abgesehen davon, dass es eigentlich laut Datenschutzgrundverordnung in der EU ohnehin bis zum Alter von 16 Jahren eigentlich das Einverständnis der Eltern eingeholt werden müsste zur Datenverarbeitung. Also es ist alles auf jeden Fall noch ein großer Themenkomplex in dem Zusammenhang. Aber was ja dann eigentlich richtig durch die Decke gegangen ist, ist diese ganze Auseinandersetzung in den USA um ein Verbot von TikTok, dieser Streit mit Trump
Und auf einmal ist wirklich etwas passiert, das auch wir im vergangenen Jahr oder überhaupt nicht haben kommen sehen, dass TikTok nämlich zu einer Art geopolitischem Spielball geworden ist und diese absurden, teilweise dann absurden Anschuldigungen auch kamen, dass eben Trump und seine Regierung angefangen haben, die App tatsächlich als chinesisches Spionagetool zu zeichnen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann eben nochmal die ganze Frage des Datenschutzes angeschaut. Die Anklage, die Kritik lautete ja, über TikTok kann die chinesische Regierung an Nutzerinnendaten kommen und damit eben auch spionieren. Und dazu haben wir dann eben nochmal ziemlich viel recherchiert, waren auf einmal in dieser für uns dann eher absurden Situation, dass wir vor dem Hintergrund dieser ziemlich absurden Anschuldigungen dann eben zu einer Art Verteidigerin von TikTok wieder geworden sind, weil wir da eben dann richtig stellen mussten, die App saugt viele Daten, ja, und es gibt schon Möglichkeiten, es gäbe natürlich Möglichkeiten für die chinesische Regierung, da über verschiedene Hebel dranzukommen, aber die Art und Weise, wie Trump das im Wahlkampf instrumentalisiert hat, das Thema war natürlich völlig überzogen und entsprach überhaupt nicht der Realität oder irgendwelchen Fakten. Und man sieht es ja jetzt auch daran, also alle Klagen, alle Dekrete, die er eben versucht hat, gegen TikTok abzufeuern, um die App eben möglicherweise verbieten zu lassen oder dann eben einen Verkauf zu erzwingen, sind ja jetzt auch im Sand verlaufen zum Ende des Jahres. Ja, gut, Chris, dann bedanke ich mich bei dir, auch für die technischen Probleme, sorry, beim nächsten Mal. Leute, spendet vielleicht einfach für besseres Equipment. Wir können Spendet für neue Festplatten für Ole. Genau, super. Chris, danke und bis bald.